Der will die Beine trainieren. Verstehe, das ist noch wahrscheinlich nicht so schwer. Doch machen wir nochmal. Vielleicht noch drei Stück. Ja, achtet darauf, ja, die Knie nach außen. Die Kniespitzen zeigen zur Fußspitze, Richtung Fußspitze. Ja, also. Ein einziges Mal machen wir. Sehr schön. So, und jetzt mal ein Ausfallschritt. Ja, ganz alles easy. Ganz easy, noch nicht bitte. Wir werden gleich, ich zeige euch erstmal die Ausführung und gleich werden wir ein bisschen Gas geben. Okay, also ich stelle mich gerade hin, geht mit dem rechten nach hinten. Wer möchte, darf die Arme so diagonal mitnehmen, so wie wir das kennen beim Laufen. Macht das ja auch mal so, so diagonale Bewegung. Ja? So, ihr könnt euch, vielleicht ist es einfacher, wenn ihr euch vorstellt, Ellbogen zu Knie. Ja? Ich glaube, ein bisschen einfacher tatsächlich. Wenn ihr das nicht ausmacht, koordinativ, der kann auch direkt so diese Laufbewegung machen. Zweimal. Und ihr merkt, das ist alles sehr schön gemütlich. Einmal drauf. Sehr gut. Die andere Seite. Wir gehen mit links nach hinten. Bin noch nicht ganz, noch nicht so ganz tief runtergehen. Macht doch ganz easy. Die schweren Sachen kommen noch, keine Sorge. Das kriegen wir hin. Ja? Drei Stück noch. Also tief runtergehen. Kurz halten und wieder hoch. Ein letztes Mal. Sehr schön. Die Beine ein bisschen locker. Einmal bitte die Beine weit spreizen. Dann bitte einmal in die Hocke gehen, ganz tief runter. Und hoch, und wieder Sumo-Squat, so nennen die dich. Und dann bitte, bam, einmal auf die Zehenspitzen und wieder hoch. Also hoch, Beine strecken. Bam. Schaut mal bei mir, sind die Knochen noch ganz leicht angewinkelt. Und jetzt zurück. Also hoch, Beine strecken und wieder hoch. Hoch, kurz strecken und wieder hoch. Und bam. Aber wahrscheinlich zurück. Und sehr gut. Ja, ihr solltet das sowohl hier innen, Adduktoren und auch in den Waden natürlich spüren. Habt mal, bleibt mal bitte in der Position. Ja, ich drehe mich nur, dass ihr das Ganze von der Seite mal sehen könnt. Ja, ja, wenn ich runtergehe, den Rücken schön gerade, vor fest. Runter. Ich drehe mich wieder, wir bleiben in der Position. Sehr schön. Zweimal noch. Einmal. Sehr schön. Einmal ein bisschen locker. Okay, jetzt pass auf. Die machen wir nochmal. Wer möchte, kann ein bisschen Theraband nehmen. Alle anderen machen das ohne. Wir machen diese drei Sachen bitte hintereinander. Und zwar, wer ein Theraband nehmen möchte, kann die so unter die Füße nehmen, dann vielleicht so über die Schulter und jetzt mal auf. Rücken bitte gerade, ich stelle mich mal zur Seite, ihr bleibt in der Position. Ja. Einmal so runter, schau mal, Rücken komplett gerade, ich bin tief unten und komm wieder hoch. Und ruhig strecken und dann Pobacken einspannen. Also Rücken gerade. Ah, wie aus dem Bilderbuch. Sehr gut. Da, 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 da. Oh, jetzt mal. Alle ungefähr 20 Sekunden. Komm. Runter. Hoch. Runter. Hoch. Das kann ein bisschen schneller, ne? Runter. Hoch. Aber achtet bitte darauf, dass die Füße komplett auf dem Boden sind. Die Knie, Beine leicht nach außen. Bitte keine X-Beine machen, sondern
Mal wieder nach vorne. Ja, keine Linksbeine machen. Doch. Fußspitzen, zwei gleich nach außen. Rücken bleibt auf jeden Fall gerade. Noch. Pau. Yes. Okay. Ausweichen. Weil wir jetzt Terrawand benutzen wollen, bitte diesmal darauf achten, Gewicht auf das vordere Bein, auf den vorderen Fuß lassen, bitte. Das heißt, wenn ich in den Ausweichschritt gehe, gehe ich nicht so nach hinten, sondern ihr bleibt hier, ja, macht nur Step nach hinten. Und eigentlich könnte euer Fuß auch, ja, den Boden nicht probieren. So müsst ihr euch das vorstellen, okay? Und wer möchte, darf wieder Terrawand nehmen. Alle anderen lassen es einfach, nehmen eine Flasche. Okay, mit rechts. Step nach hinten, ich bleibe in meinem Oberkörper mit dem Hauptgewicht vorne. Und wieder weiter. Oh. Bam. Zurück. Vor. Zurück. Hier geht in meinen Rücken. Schön gerade. Macht bitte weiter, lasst euch von mir nochmal ein, zwei Tipps geben. Macht bitte weiter, macht weiter. Wenn ihr hin zurückgeht, und ihr macht mal hier zwischen Ferse und Knie sollte ungefähr eine Fußlänge Platz sein. Und Action weiter. 10 Sekunden. Bam. Ihr macht es gut. Ihr macht es sehr gut. Ihr könnt sehr gerne ein Kommentar, da würde mir ein mega Gefallen tun. Gerne natürlich, wenn es euch gefallen hat, nachher einen Daumen geben, Daumen hoch am besten und vielleicht einen Kommentar. War ich das zu schnell, war ich das zu schwer? Ne? So ein bisschen Feedback, dann werde ich in der nächsten Stunde, das nächste Video, nämlich genau eure Bedürfnisse anpassen. Geht natürlich nur, wenn ihr schreibt. Okay? So. Andere Seite. Auf der Seite mache ich mal gut. So. Okay? Oh, der da hinten. Oh, wer da vor? Ja, ich mache das einfach, wenn die Hände frei sind und wenn ich diese Laufbewegung mache. Bewegen, 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 ich lebe. Wenn das kein mega Motto ist, ja, warte. 10 Sekunden. Ne? Also sehr gerne gleich, wenn ihr fertig seid, einfach unter dem Video Kommentar hinterlassen. Eddie, mehr für den Po, mehr für die Waden, mehr für den Quadrizeps oder mach mal das. Also, wenn ihr Wünsche habt, gerne raus. Okay. Locker. Schön. Schön. So. Ach nee, was schön. Beine spreizen, Duo Squat. Wir gehen runter. Fußspitzen zeigen auch die Beine weit gespreizt. So, trainieren wir nämlich primär die Innenschenkel und hoch. Und dann hochkommen, bam, strecken auf die Zehenspitzen, damit wir die Waden auch mitnehmen. Und Action, bam, bam. Ja, aber ganz lang machen, ganz lang. Und bam, Action, bam. Sehr schön. Bam, ja, aber bam. Sehr gut. Bam. Sehr gut. Ja. Ja, das ist ganz schön anstrengend, oder? Komm, ich versuche durchzuhalten. Und ihr bitte auch. Ja. Das machen wir gemeinsam. Du bitte auch. Ja, das machen wir gemeinsam. Komm. Da. 10 Sekunden noch. Und dann brauche ich bitte einen von euch als Freiwilligen, der mich morgen dann durch die Gegend kriegt. Die Beine wahrscheinlich. Morgen haben wir Muskelkater haben werden.
Einmal. Bam. Wow. Cool. Jetzt kommt etwas Schweres. Dazu nehme ich mir einen Stuhl. Und zwar, wenn ihr jetzt euren Beinstrecker verbindet, holen wir mal den Stuhl. So. Ihr müsst nicht unbedingt einen Stuhl haben, ihr könnt auch, und wenn es nur so hoch ist, ja, Couch, das ist völlig egal. Wenn ihr habt, wäre super. Wenn nicht, wir locken den Stuhl mal. So. Und jetzt verliert es. Aber bitte Achtung, denn die Übung ist ein bisschen schwer. Ihr geht bitte erstmal in die Liegestützposition. Dann einmal bitte Fuß. So Fuß euer Spann auf dem Stuhl. Dann könnt ihr erstmal, wenn ihr wollt, also rechts auf dem Stuhl, links auf dem Boden, so mal lassen. Jetzt winkelt ihr nur euer rechtes Bein an und drückt euch wieder hoch. Also, anwinkeln und lecker. Aua. Ja, gut. Wem das zu schwer ist, kann gerne dein Bein ablegen. Ja. Probiert das mal aus. Dann müsst ihr ein paar Mal machen. Ja? Probiert das mal aus. Also, Sinn davon ist, dass ihr so macht. Dass ihr einfach euer Bein streckt und durch das Strecken euer Körper, euer Po hochgeht. Okay? Also nochmal. In Position. So. Anwinkeln. Bam. Anwinkeln. Bam. Und wenn das zu schnell ist, setzt deinen Fuß ab. Weil das ist schon richtig. Boah. Ja, was soll man sagen? Solange die Studios zu sind, müssen wir uns so weiterhelfen. Sobald die Studios wieder auf sind, kommt ihr bitte her und dann zeige ich euch die Beinstreckmaschine, der Leg Extension, dann hier im Studio. Aber solange wir noch zu haben müssen, helfen wir uns so weiter. Ja. Hauptsache wir bewegen uns. Boah. Gut. Also, wer nichts spürt, hat es auch nicht jemand. Weil das ist echt eine schon taffe Übung. Okay? Also nochmal. In Liegestützposition, Beine gestreckt. Das Bein, was auf dem Stuhl drauf ist, anwinkeln. Ah, und wieder strecken. Ah, boah. Und weiter. Die macht bitte weiter. Jeder noch. Fünf Wiederholungen. Ich mach mit. Komm. Und. Anwinkeln. Erst eins. Anwinkeln. Erst zwei. Anwinkeln. Acht. Drei. Acht. Vier. Acht. Fünf. Boah, Junge. Ne? Sehr gut. Einmal kurz durchatmen. Das ist schwer. Das ist schwer. So. Einmal. Bitte auf den Rücken legen. Dann. Mein Gott. Egal, blitzig, wir werden auch drücken. Dann, wer möchte, kann die Hände durch den Kopf nehmen. Wer möchte, kann die Hände auch so neben dem Körper halten. Was sie jetzt machen, bitte die Fußsohlen aneinander. Die Fußsohlen aneinander und dann. Dann hebt mal bitte euer Po hoch. Schön, achten wir natürlich und halten. Also, Fußsohlen aneinander, die Knie nach außen und Po anheben und halten. Kurz halten. Und drückt mal die Fersen schön zusammen. Ja, und jetzt eine kleine repetitive Bewegung nach oben machen. Ah, ich kann es eure Gedanken nicht. Noch fünf. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. So, dann bitte einmal. Wer möchte, ja,
Warte, lass mal so. So. Einmal so hinlegen bitte. Das linke Bein anwinkeln. Das rechte bleibt gestreckt. Die Hände nach oben. Wenn das zu schlecht ist, kann die Hände wieder unten lassen. Alle anderen mal so. Und jetzt po hoch. Ganz hoch. Der Körper bildet hier eine Linie. Und wieder runter. Und hoch. Anspannen. Runter. Hoch. Anspannen. Runter. Hoch. Anspannen. Runter. Und hoch. Ah. Anspannen. Runter. Und leg dich hoch. Komm. Hoch. Weg nach oben. Was stimmt noch? Ganz nach oben. Einmal. Schön. Ja. Noch Pain und Gain. Hände zusammen. Rechten Fuß auf den Boden. Der linke nach oben. Komm, schau euch zu. Machen wir gemeinsam. Hände nach oben. Ganz hoch. Ah, haltet und wir runter. Achtet bitte drauf, wenn ihr oben seid. Soll der Körper so eine Linie bilden, okay? Komm, nochmal. So. Ah. Kurz halten, wieder runter. Und noch. Komm wieder runter. Und hoch. Komm wieder runter. Und hoch. Runter. Hoch. Komm wieder runter. Hoch. Einmal noch. Boah. Sehr schön. Leute. Hey, wenn das kein Daumen nach oben gibt, ne? Mein Gott. Pflichtig vor Konkurrenz. So, was machen wir jetzt? Nochmal bitte. Er hat Beinstrecker, dann machen wir nochmal Beinbeuge, okay? Also, in Position. Jetzt bitte zählen wir 5, 10 Mal. In Position. 1, ganz genau. 2, ganz genau. 3,
Ich weiß gar nicht, warum das hier bei den Kolleginnen gemacht, die hier die Videos hier machen, wie das bei denen immer so easy aussieht. Ich glaube, ihr habt die Männer noch nie jammern oder schreien gehört. Wie kann das? Und wie lächelt ihr noch? Ich hab euch das mal aufgefallen. Die Frau lächelt immer noch dabei. Ich werde geklopft. Ach, ja, gut. Oh. Andere Seite. Ein Bein strecken, andere lange Winkel. Ganz nach oben gekurbelt halt hier. Und dann. Atme. 7. Komm ganz hoch. 5. Boah, ich kann nicht mehr. 4. 3. 2. Und 1. Oh, sehr schön. Und wisst ihr was? Ich habe von dem Kollegen Andi habe ich mir eine Übung abgeguckt. Die ist so schwer. Die machen wir aber jetzt. Die machen wir. Pass auf, dazu stellt euch bitte gerade hin. Einfach mal durchatmen, weil das war hart. So, und zwar gehen wir bitte aus dieser Position einmal so runter. Boah, also, ja, yeah. Okay, so soll die Übung aussehen. Also, wir haben die Füße hier parallel, machen einen Jump, gehen hier in den Ausfallschritt, jumpen nochmal hoch und gehen hier. Genau. Und wieder hochjumpen, okay? Das Ganze machen wir jetzt. 40 Sekunden. Ist er bekloppt, dieser? Machen wir das gemeinsam, machen wir. Schaffen wir das gemeinsam, schaffen wir. In Position. Und ich schaue auf die Uhr. In 5, 4, 3, 2, 1, Action. Bam! Und dann, dann. Boah, schön leicht nach hinten, nach außen springen. Tief runtergehen, komm. Komm, ha, spring. Spring, komm. Bam. Ah. Komm, die ziehen wir durch. Die ziehen wir durch. Jetzt haben wir gesagt, dass wir noch 15 Sekunden. Komm. Boah. Boah, nur noch 10. Das schaffen wir. Nicht aufgeben, komm. 10 jetzt noch. Das schaffen wir, komm. Letzten 5. Jawohl. Boah. Ha. 3. 2. 1. Oh. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Leute. Ich bin so mächtig stolz auf uns alle. Echt. So. Tief. Einmal tief durchatmen. Atmen mal tief durch. Eine Übung, gehen wir machen wir noch, ne? So. Mal die Beine. Mach ruhig die Musik ein bisschen. Dann rein ein bisschen. Spreizen bitte. Fußspitzen zeigen nach vorne. Hände an die Hüfte. Daumen zeigt nach vorne. Und dann gehen wir mal nach vorne. Im Hohlkreuz bitte. Lass euer Oberkörper hier oben. Es ist nur wichtig, dass der untere Rücken im Hohlkreuz bleibt. Dann mal abwechseln, ein Bein anwinkeln, strecken. Mal die Knie nach außen drücken. Also das war schon eine taffe Stunde, glaube ich.
hochkommen, bitte. Jetzt mal bitte rechts am Sprunggelenk fassen. Gerade hinstellen. Bitte tut mir einen Gefallen. Nicht an den Zehenspitzen oder am Spann festhalten. Dadurch geht man in so eine Kombination, so eine Dehnung, zu viel Dehnung. Da zieht man sich einfach die Bänder lose. Das muss ja nicht sein. Bauch anspannen, Decken leicht kicken. Dann spürt ihr hier mehr Dehnung. Lockern. Andere Seite. Schön am Sprunggelenk festhalten, ja? Damit wir die Bänder nicht lose ziehen. Und halten. Und ein bisschen dehnen. Jetzt Becken kippen. Oh. Leute, mir hat echt Spaß. Oh Gott. So, die Beine sind locker. Ihr Lieben, mir hat so mächtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Nicht vergessen, wir sind online natürlich weiterhin für euch da. Zum Beispiel am Sonntag, da geht es um 10 Uhr bei der Kollegin Mario. Pilates, ja, auch ganz toll, ganz interessant. Macht da gerne mal mit. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne teilen, Kommentare hinterlassen, was können wir anders machen, was soll ich besser machen, was soll ich noch mit einbauen. Daumen gerne hinterlassen. Dankeschön fürs Zunehmen, Dankeschön fürs Mitmachen. AJ Fitness, Bewegung ist Leben. Tschüss und bye bye.